Grüß Gott. Sie bringen uns ein Kreuz. Was wissen Sie selbst darüber? Das Kreuz ist seit über 170 Jahren im Besitz unserer Familie. Aha. Meine Urgroßmutter Caroline Dörflinger hat es geschenkt bekommen von ihrer Freundin. Und die wiederum war Frau eines Mannes, der als Kammerdiener beim Fürstbischof von Konstanz beschäftigt war. Also dieses Fürstbistum Konstanz, das ist die Herkunft. Ja. Das ist ja eine spannende Geschichte. Da können Sie ja schon ziemlich viel erzählen dazu sozusagen. Man müsste noch dazu sagen, es wird in der Familientradition wird weitergegeben, im Sockel befände sich ein Knöchelchen, eine Reliquie des heiligen Franz von Assisi. Ah, ja. Was zu beweisen wäre. Was zu beweisen wäre. Gut, schauen wir mal. Also bleiben wir doch mal beim Sockel, denn wir haben es ja mit einem Kruzifixus zu tun, der auf einem großen pylonartigen, pylonförmigen Sockel steht. Und dieser Sockel und das Kreuz selber sind sehr stark verziert. Wir sehen Holz, wir sehen Elfenbeineinlagen und wir sehen vor allem Perlmutteinlagen, also Reste von Muscheln, die das Ganze sehr kostbar aussehen lassen. Und insbesondere die große frontale Fläche des Sockels zeigt uns einen Heiligen, der mit Sicherheit der heilige Franziskus sein soll, darüber auch die Taube des Heiligen Geistes, also ein Heiliger, der inspiriert ist vom Heiligen Geist. Und wenn wir uns dann neben den vielen kleinen Ornamenten bis hin zu den Rosen in den Ecken auch den Kreuzstamm ansehen, dann sehen wir überall neben den großen Figuren, nämlich der Schmerzensmutter Maria, auch kleine Einschlüsse vom Jerusalemkreuz bis hin zu Ornamenten, die Rose kehrt wieder. Und natürlich, je weiter man hoch sieht und schaut, der Kruzifixus selbst, der Gekreuzigte, der Titulus und alles umgeben von Ornamenten. Das sind Kreuze, die uns relativ häufig begegnen, auch in dieser Zusammenstellung, in dieser Art der Ornamentik. Und die kommen alle aus Jerusalem. Das ist uns neu. Das ist ganz typisch für Jerusalemer Pilgerandenken. Die sind meistens gefertigt aus Olivenholz. Das wuchs dort natürlich und sind reich mit Perlmutt belegt. Mhm. Und die gibt es schon, ja, also die ersten Andenken sind, glaube ich, bereits ab dem 16. Jahrhundert belegt. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass wir hier den heiligen Franziskus dargestellt haben oder hier auch zum Beispiel das Emblem des Franziskanerordens. Denn die Franziskaner sind bereits seit des beginnenden 13. Jahrhunderts im Heiligen Land explizit auch vom heiligen Franziskus dorthin entsandt, um sich um die Pilger zu kümmern. Genau, hier ist das Emblem des Franziskanerordens. Zwei gekreuzte Arme, der eine vom heiligen Franziskus, der andere vom Christus. Die Franziskaner sind ja heute noch im Heiligen Land. Sie sind die, die sich auch um die Grabeskirche kümmern. Die Franziskaner haben die Pilgerströme begleitet im Heiligen Land, in Jerusalem vor allen Dingen. Und sie haben auch diese Andenken gefertigt. Insofern ist es eben nicht verwunderlich, dass der heilige Franziskus auf dem Sockel auftaucht. Ob der heilige Franziskus in einer Reliquie hier vertreten ist, das müsste zu beweisen sein, was diese Kreuze aber fast alle haben. Und deswegen drehe ich es mal um und ich habe es schon gesehen beim Anschauen. Sie haben meistens Berührungsreliquien eingearbeitet vom wahren Kreuz Christi. Das sind also keine Teile des Holzes vom Kreuz Christi, sondern diese Holzpartikel sind mit Reliquien vom Kreuz Christi berührt worden, sogenannte Berührungsreliquien, und sind dann hier eingearbeitet worden. Also insofern ein ganz, ganz enger Bezug des Kreuzes zum wahren Kreuz. Zur Datierung lässt sich sagen, Sie haben ja bereits einen Anhaltspunkt, wann es in die Familie gekommen ist. Ja. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es auf alle Fälle vor 1850 entstanden ist. Ja. Es ist auch noch möglich, dass es um 1800 ist, bis erste Hälfte 19. Jahrhundert. Und wenn man so etwas heute erwerben möchte. Es kommt immer wieder auf den Markt, die gibt es relativ häufig. In dieser schönen Ausführung würde ich sagen 300-400 €, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber wir werden es nicht verkaufen. Dürfen Sie auch nicht, mit dieser Geschichte soll es dabei bleiben. Genau. Vielen Dank fürs Zeigen. Das ist einzigartig. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke.